So, guten Morgen aus der Gold Coast in Australien. Wir sind gestern Mittag in Sydney angekommen, hatten dann circa noch 8 Stunden, bevor der Flug weiterging hier an die Gold Coast und die Zeit dann noch im Royal National Park verbracht. Da haben wir ein bisschen gewandert, war echt richtig beeindruckend, seht ihr gleich noch ein paar Aufnahmen von. Und heute geht es in den ersten Freizeitpark in Australien und wir beginnen natürlich mit Warner Bros. Movie World, die Heimat von DC Rivals. Das heißt, ich bin auf jeden Fall gleich sehr gespannt, diesen Mack Rides Hypercoaster zu testen. Gehört sicherlich mit zu den besten Achterbahnen der Welt und steht schon lange hier auf der Bucketlist. Wir haben gerade so gegen Viertel nach 8 vom Hotel einmal hier noch zum 7-Eleven gefrühstückt gelaufen. Jetzt hier einmal zumindest einmal das Meer gesehen, den riesigen Strand. Aber jetzt ist es erstmal so circa eine Stunde, erst mit der Straßenbahn, dann einmal weiter mit dem Bus, um Warner Brothers zu erreichen und dann die Achterbahn dort zu fahren. Superman hat aktuell leider wegen Maintenance, wegen Wartung geschlossen. Die beiden Flatrides ebenso und die neuen Achterbahnen. Das heißt, einmal der Vekoma SFC und auch die beiden Vekoma Boomerangs haben noch nicht geöffnet. Die kommen nämlich dann erst Ende des Jahres, Ende 2024, aber ist trotzdem vollkommen verschmerzbar, da man das in der Art noch kennt. Und solange ich die Rivals fahren kann heute, bin ich auf jeden Fall glücklich. Aber hier Location, wirklich der Wahnsinn. Also vom Hotel bereits zu mir und umgewesen und dort eine super Aussicht gehabt. Aber hier der riesige Strand, das Meer, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und ich freue mich sehr, das in den nächsten Tagen nochmal in Ruhe zu erkunden. Ich hoffe, ihr habt schon den Vlog aus Taiwan gesehen. Da hatten wir auf dem Hinflug einen Tag Layover, 18 Stunden, und haben dort unter anderem auch Discovery World besucht, den Freizeitpark mit dem Vekoma Tilt Coaster. Das heißt, schaut euch den auf jeden Fall auch gerne nochmal an, um das nicht zu verpassen. Und dann geht es weiter zu Warner Bros. Movie World. So, ich bin jetzt hier in Warner Bros. Movie World an der Gold Coast, direkt einmal von Surfers Paradise zuerst mit der Metro gefahren, also mit der Straßenbahn, dann mit dem Bus, hat alles ziemlich super funktioniert. Und jetzt stehe ich hier direkt einmal bei DC Rivals Hypercoaster, den Mack Rides Hypercoaster, der hier 2017 eröffnet hat. Ich war schon eine halbe Stunde vor Parköffnung dort, die haben uns aber erst um Punkt 10 Uhr reingelassen. Aber direkt als einer der ersten hier zu DC Rivals gegangen, erste Fahrt des Tages in der letzten möglichen Reihe, die möglich war. Die Bahn hat 11 Reihen, die 11. Reihe ist rückwärts, die 10. Reihe war leider gesperrt, aber ich war in der 9. erste Fahrt des Tages. Das ist auf jeden Fall ein super Beginn. Und die Bahn war auf jeden Fall noch nicht gerade warm gefahren, also der First Drop war schon gut mit so Flowchecter stärkerer, auch die anderen Hügel eher Flowchecter noch. Die Täler echt gut intensiv, weil die sogar teilweise ein bisschen Crayout. Am Ende nochmal schön die Ejector, aber die Bahn muss sich auf jeden Fall ein bisschen warm fahren und später wird es sicherlich nochmal deutlich besser werden. Da bin ich nochmal sehr gespannt drauf und rückwärts fehlt natürlich auch noch. Und danach gab es noch eine Fahrt da drüben einmal auf Green Lantern, das heißt der S&SL Loco, die ehemals steilste Achterbahn der Welt. Mittlerweile haben die beiden Gerstner Eurofighter einen bisschen steileren Drop,
aber immer noch sehr beeindruckend. Ich kenne bereits Simbatrop und ebenfalls El Loco aus dem Adventure Dome und ich muss sagen, also Adventure Dome, die Variante El Loco hat mir ein bisschen besser gefallen, da hat man bessere Airtime auf dem Drop, aber ist auf jeden Fall besser als die Variante, welche ihr in Frankreich fahren könnt. Der Drop ist ein bisschen steiler, aber es gibt vor allem Beckenbügel und dann schöne Hangtime und auch schöne Airtime in Auffahrt und bei der Abfahrt. Deswegen allgemein auf jeden Fall schöne Bahn und zum Glück bis jetzt auch noch echt nicht voll. Dann habe ich gerade eben dran noch einmal Justice League gefahren. Dark Ride ist ähnlich wie die Varianten, die ihr aus Six Flags vielleicht kennt. Dort bin ich die Variante schon in Great Adventure gefahren, ist aber da ein bisschen neuer und dort hat sie mir auf jeden Fall ein bisschen besser gefallen. Hier haben wir einmal den Eingang zu Justice League. Also mit der Hall of Justice erinnert auf jeden Fall schon sehr an die Variante, die Six Flags in so viele Parks geklont hat. Hier ein bisschen älter, ist ein Shooting Dark Ride, nicht Trackless, normal. Ihr bekämpft hier die Aliens aus zum Beispiel des Suicide Squad, ihr kennt, mit den Tentakeln und so weiter. Ist eigentlich ganz nett. Es gibt ein paar Animatronics drin, leider eigentlich fast kein von der Justice League selber und in Six Flags wurde es tatsächlich besser gemacht, aber ich finde es trotzdem eine spaßige Fahrt, ich muss nicht warten. Am Anfang, die Gänge in der Hall of Justice sind nett gemacht mit einem News Report einmal aus Central City von Iris West und so weiter, bevor man dann weiter zum Ride geht. Und bis jetzt ist der Park auch ziemlich leer, was ich gut finde. Die Survivals leider nur im Einzugbetrieb, das heißt, da werde ich später bestimmt noch ein bisschen warten müssen. Aber Green Lantern tatsächlich mit viel Wagen und war auf jeden Fall gerade Walk-On. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, Superman hat leider aktuell geschlossen von Anfang Februar bis Ende März in Maintenance. Ist schade, aber ist verschmerzbar. Daneben dran Flash, der neue Shuttle Coaster, der früher drüben im Wet n Wild stand, soll ursprünglich mal im April eröffnen, jetzt schon überall coming soon und es gibt auch kein Eröffnungsdatum, also keine Ahnung, wann der dann hier im Park eröffnen wird, aber ist es auch eine Attraktion, die man auf jeden Fall verschmerzen kann. Und dann natürlich einmal hinten noch die große Erweiterung zum Zauberer von Oz, mein Vekomas, hat natürlich auch noch nicht offen. Jetzt bin ich aber schon 3 von 5 Attraktionen gefahren, die ich unbedingt machen möchte. Mir fehlen noch der Kiddie Coaster, die Wasserbahn und die beiden großen Flash Rides, einmal Doomsday Destroyer und ebenfalls der SNL Shonen Drop Tower, ebenfalls aktuelle Maintenance. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Wasserbahn fahren, den Kiddie Coaster und dann wird es wahrscheinlich erst nochmal ein paar Aufnahmen geben und ebenfalls Wiederholungsfahrten auf die Survivals. Und hier haben wir Scooby-Doo, die Indoor Mug Rides Wilde Maus, welche jetzt schon seit letztes Jahr geschlossen hat, soll erst 2025 wieder öffnen und bekommt ein Multimillionen-Dollar-Upgrade. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was damit wird, weil die sah bis jetzt eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Ist auf jeden Fall schade, dass ich dadurch jetzt nochmal einen weiteren Lost Count habe, aber irgendwann werde ich sicherlich wieder herkommen, alleine schon mit den ganzen anderen Neuheiten. Irgendwann muss man auch mal nach Neuseeland und dann wird das sicherlich auch mitgenommen, genauso wie die neuen Vekomas, die neue Bahn, die noch im Dreamworld eröffnet und natürlich jetzt auch hier Superman. Aber deswegen noch eine weitere Bahn, die hier geschlossen hat und ich bin gerade in den Kiddie Coaster gefahren. Es war Walk-On, weil der Park ist wirklich so leer, das ist so angenehm. Bei DC Rivals im Einzugbetrieb wird es sicherlich noch ein bisschen Wartezeit später geben, aber bisher ziemlich angenehm. Es ist um 11, also Park hat eine Stunde offen und alle Counts plus Dark Ride, das ist auf jeden Fall echt super. Und ja, war ein Kiddie Coaster, Vekoma Junior Coaster, nichts Besonderes, aber Count ist Count und nicht warten ist echt super. Und hier sehen wir ebenfalls einmal ein Artwork für die Wizard of Oz Erweiterung mit den 3 Vekomas, wo sich früher der SLC befunden hat. Und 3 größere Family Coaster für ein SLC, dazu eine gute Gestaltung, ist auf jeden Fall eine gute Erneuerung und hat der Park auf jeden Fall auch nötig, weil so groß ist es hier auf jeden Fall nicht. Und jetzt geht es zur letzten Attraktion hier, die ich unbedingt noch fahren möchte, und zwar einmal die Wasserbahn.
Und hier haben wir eine weitere Attraktion, welche aktuell in Maintenance ist, und zwar Doomsday Destroyer Intermin Suspended Twin Hammer. Was ich interessant finde, ist, dass wir auch die Westenbügel haben, also doch relativ neu noch alles. Und deswegen hier aber eine weitere Attraktion, welche aktuell in Maintenance ist, aber okay, beim 365-Tage-Park kann man es halt leider nicht immer anders machen. Aber deswegen Superman zu und der Fletchwide genauso wie schon in Drop Tower ebenfalls aktuell geschlossen. Und nämlich davor gerade noch die letzte Attraktion gefahren, welche ich unbedingt mitnehmen wollte, und zwar White Rest Falls, der große Lokflum, die Wasserbahn hier vom Park. Und ich muss sagen, war richtig, richtig gut. Also von außen, diese riesige Felsstruktur mit dem Drop drinne, ist schon richtig beeindruckend. Aber die Fahrt selber, also erstmal komplett Walk-On. Ich war nur mit zwei anderen Leuten im Boot, das heißt, es war auf jeden Fall ziemlich angenehm. Und direkt eingestiegen, wir haben erstmal eine relativ lange Themenfahrt im Autobereich. Da geht es einmal komplett durch so eine Westernstadt durch, also alles im wilden Westen-Thema gemacht. Braucht man natürlich immer im Park, aber der Autobereich ist wirklich richtig, richtig lang und hat mir echt sehr gut gefallen. Und wir haben erstmal einen Indoor-Part da mit einer Rückwärtsabfahrt mit so einem kleinen Airtime-Hügel drinne. Jetzt nicht so ein Airtime-Hügel wie ein paar gewonnene von Intensität her. Wir haben auch normale Lap-Bars, aber trotzdem ein bisschen Airtime ist da. Dann einmal eine Rückwärtsdurchfahrt, dann geht es richtig lange einmal durch diesen Kanal durch mit Westernstadt und so weiter. Und im Berg nochmal nach oben, bevor dann die richtig große Abfahrt folgt. Und auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Dark Ride Part drinne, bisschen Airtime bei der Abfahrt. Sieht von außen richtig beeindruckend aus, wenn ein Boot ins Wasser fährt. Ist jetzt zum Glück nicht so übertrieben nass gewesen. Also wir haben auf jeden Fall schon 28, 29 Grad heute. Bisschen bewölkt, was ganz angenehm ist jetzt hier für den ersten vollen Tag in Australien. Aber Nässe Grad war angenehm, paar Spritzer. Und ich saß ganz hinten, aber die vor mir wurden jetzt auch nicht viel mehr nass. Aber so die Wasserbahn richtig gut, gehört auf jeden Fall zu mit den besten, die ich gefahren bin. Von der Gestaltung her hat mir das auf jeden Fall echt sehr gut gefallen. Und natürlich von der Aufmachung erinnert es ein bisschen an die Wasserbahn vom Park Warner, aber die hier gefällt mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser. Dann dort noch ein paar Aufnahmen gemacht, bin dann ebenfalls noch mal in das Showcase gegangen, wo es immer aktuelle Ausstellungen zu irgendwelchen Filmen und so weiter haben von DC. Aktuell ist eine Batman-Ausstellung und anderen auch dann die Anzüge von Batman, zum Beispiel aus Batman wie Superman, aus The Dark Knight und so weiter. War auf jeden Fall ganz interessant anzuschauen und vor allem klimatisierte Halle ist immer gut. Aber jetzt, wir haben erst 11.38 Uhr, das heißt 1 Stunde 50 erst im Park, bis 17 Uhr geöffnet und deswegen jetzt noch genug Zeit, ein paar Aufnahmen machen. Und ich denke aber, die nächste Fahrt wird es erstmal sein, DC Rivals. So, ich hatte gerade einige Wiederholungsfahrten. Zuerst einmal drei Wiederholungsfahrten Single Rider auf DC Rivals. War so viel besser als normale Warteschlange, weil ich mir auch so trotzdem noch einmal in die 9. Reihe gekommen. Die andere Male 6. und 7. Reihe, also relativ mittig. Und dann habe ich jetzt noch einmal eine Rückwärtsfahrt gemacht. Kostet 30 AUD, also 30 australische Dollar extra. Das sind ungefähr 18 Euro, also alles andere als günstig. Es war früher auch mal weniger, ich glaube so 20 AUD. 20 australische Dollar, was vollkommen gereicht hätte, weil so schon diese letzte Reihe fährt fast die ganze Zeit immer komplett leer, weil keiner dafür Geld ausgibt. Und deswegen 50% des Preises würde auf jeden Fall auch reichen. Ich muss es auf jeden Fall einmal testen, auch wenn es nicht günstig ist, und es lohnt sich auf jeden Fall einmal rüber zu fahren. Ist ja gleichzeitig sozusagen auch ein Fastpass, damit man direkt einsteigen kann. Es gibt auch noch einen Fastpass für eine Fahrt, der kostet ähnlich viel, aber da fahre ich doch lieber einmal rückwärts. Und die Fahrt rückwärts war auf jeden Fall echt super. Erstmal rückwärts in Lift hoch ist schon sehr besonders und dann geht es erstmal rückwärts zum Drop runter mit schöner Eject Airtime. Camelback ist schon mal gut, die ersten beiden Elemente waren gut, aber jetzt noch nicht phänomenal, aber dann der 9 Volt Loop rückwärts, wie man da durchgezogen wird mit Airtime, richtig super. Also dürfte auf jeden Fall der beste 9 Volt Loop sein, den ich bisher gefahren bin. Dann folgen erstmal die Kurven, jetzt nicht ganz so spannend, aber dann am Ende kommen nochmal die ganzen kleinen Airtime-Hügel mit Ejected Airtime, wird man da rübergezogen runter. Das macht wirklich richtig viel Spaß, also ist auf jeden Fall eine besondere Erfahrung.
Es könnte gerne auch günstiger sein, dann würde ich es auch öfters machen. Und natürlich, alle loben diese Rückwärtsfahrt total in den Himmel. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut. Ich muss sagen, nach den Erwartungen hätte ich sogar fast so ein bisschen mehr erwartet, vor allem vom First Drop. Der war schon richtig gut, aber hätte vielleicht sogar gerne noch ein bisschen mehr Airtime haben können. Aber trotzdem, diese letzten Camelbacks, würde ich sogar sagen, waren die Highlights rückwärts, aber der Non-Inverted Loop und auch der First Drop, das war schon echt besonders, wenn man da einmal runtergerissen wird. Der First Drop gefällt mir auch gut, da hat man einen schönen Flow-Check da, so in Reihe 9, hinten war es auch gute E-Check da, aber da würde ich schon sagen, von Drops her ist der von G-Force Conda doch nochmal ein bisschen besser, aber auch so richtig starker First Drop und hat mir echt gut gefallen, vor allem rückwärts. Es könnten auf jeden Fall gerne deutlich mehr Achterbahn haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob Hyperion Thor Park auch eine Rückwärtsreihe bekommt. Ich hoffe es, also es würde die Fahrt auf jeden Fall aufwerten. Aber hier also ein bisschen günstiger machen, hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Aber Single Rider echt auch richtig gut, weil ich immer nur ein, zwei Fahrten warten muss, weil Abfertigungen sind wirklich echt nicht optimal fürs Einzugbetrieb. Und dann bin ich danach noch ein weiteres Mal Green Lantern gefahren, jetzt meine zweiten Reihe. Mal Walk-On, die Bahn war wirklich einmal komplett leer. Konnte ich direkt einsteigen. Und also ich muss sagen, mit der Hangtime und Airtime, das macht schon echt Spaß. Aber sie ruckelt doch ein bisschen im Break One, wird man einmal echt abrupt zum Stehen gebracht. Aber so mit dem Beckenbügel macht das schon nochmal einen deutlich größeren Unterschied aus im Vergleich zu Timber Drop in Frasperty City. Hier ist jetzt natürlich keine Highlight-Achterbahn, da man sowas auch aus Europa kennt. Die Survivals da drüben auf jeden Fall deutlich mehr. Aber trotzdem eine gute Erweiterung von der Achterbahn-Kollektion. Natürlich, wir haben Superman Intermediate Hydraulic Launch Coaster mit Dark Ride Part und so weiter. Vor allem dieser Teil, wo man nochmal durchs Gebäude durchfährt, ist natürlich sehr berühmt und dürfte sicherlich dann die zweitbeste Achterbahn vom Park sein. Dann auch der neue Surf Rider und so weiter, was kommen wird. Also Achterbahn-Kollektion ist hier auf jeden Fall schon ziemlich gut. Und mit Superman hätte man sicherlich nochmal eine weitere Highlight-Bahn gehabt. Zumindest ein schöner Intermediate Hydraulic Launch Coaster. Damit kann man ja in der Regel nichts falsch machen. Wir haben aber auch jetzt erst 13.20 Uhr. Also ich bin echt so gut durchgekommen. Man hört so oft Geschichten, dass dieser Park sehr gerne echt voll wird. Bei DC Rivals dürfen wir bestimmt auch 20, 30 Minuten warten, aber Single Rider ist da so lohnenswert. Deswegen werde ich mich da auch erstmal nicht nochmal normal anstellen, da ich auch so öfters schon dadurch in die letzte Reihe gekommen bin und bisher 5 Fahrten echt keine schlechte Sache. Also ich würde sagen, ich fahre noch einmal Single Rider, schaue, wie es da gerade aussieht. Ich denke eh nochmal in 2 Stunden fährt die Bahn sich vielleicht nochmal einen Ticken besser. Dann gibt es einmal was zu essen und dann nochmal ein paar weitere Aufnahmen vom Park, weil groß ist das Ganze hier nicht. Wasserbahn habe ich ja hinten schon euch gezeigt, die ist einmal am Ende vom Park und weiter geht's auch nicht. Die Main Street in der Mitte hat natürlich auch sehr Movie Park Germany Vibes, aber klar, war früher mal Warner Brothers und ist ja auch auf Basis hier vom australischen Park entstanden. Ich hätte aber nichts gegen, wenn die Survivals ebenfalls Movie Park stehen würde. Aber deswegen noch ein paar Aufnahmen, später noch ein paar Fahrten, die Survivals, aber auf jeden Fall super durchgekommen, deswegen echt ein schöner Tag bisher. Ich habe den Park gerade einmal verlassen, um hier ein paar Aufnahmen von DC Rivals zu machen, weil von innen sind wirklich viele Teile von der Strecke nicht sichtbar. Man sieht den Drop, so die letzten beiden Airtime-Hügel, aber das war's wirklich. Und hier einmal direkt einen Weg beim Eingang, kann man so den Non-Inverted Loop, den Helix, den Airtime-Hügel, die ganzen Camelbacks am Ende so viel besser einsehen. Es ist jetzt leider ein bisschen bewölkter, deswegen jetzt keine Aufnahme in der Sonne gerade, aber zumindest jetzt von vielen Stellen Off-White-Aufnahmen gemacht, damit ich hier euch dann alle im Review oder auch jetzt hier im Vlog zeigen kann. Wer von euch schon etwas länger dabei ist, so ab mindestens Anfang 2020, weiß vielleicht auch schon, dass es bereits schon mehrere Videos hier aus dem Warner Bros. Movie World gibt. Ein Review hier zu DC Rivals, eins zu Superman, eins zu Green Lantern und ebenfalls ein Park-Review. Weil mein guter Freund Joshua den Park damals 2019 schon mal besucht gehabt, Aufnahmen mitgebracht und deswegen gab es dann damals hier schon Videos zu. Aber natürlich wird es jetzt nochmal abgesehen vom Vlog auf jeden Fall auch schon mal ein DC Rivals Review hier von mir geben, damit ich auf diese Bahn nochmal im Detail auch selber eingehen kann. Aber hier jetzt auf jeden Fall mal schöne Aufnahmen gemacht. Die Bahn ist wirklich sehr fotogen. Ich finde es ganz interessant, dass manche Teile neu gestrichen wurden, manche Teile nicht. Also ich hoffe mal, dass wenn die Bahn das nächste Mal in Wartung ist, der Rest noch fertiggestellt wird. Zum Glück war es kein Problem, einmal rauszugehen. Ich zeige gleich einfach vorne mein Ticket wieder vor und kann dann wieder in den Park rein.
Das heißt, jetzt hier auch ein paar schöne Offroad-Aufnahmen gemacht. Und bevor ich rausgegangen bin, bin ich diese Rivals auch nochmal vorne gefahren. Also nicht ganz vorne, dritte Reihe zumindest, aber vorne im Zug. Und ich muss sagen, auch dort echt gut. Also die Camelbacks hier am Ende fand ich vorne ebenfalls super. Non-Wheel Loop auch ganz gut. Das Turnaround fand ich vorne besser, aber sonst allgemein auf jeden Fall eine Backrow-Bahn, weil alles hinten auch richtig gut oder eher sogar besser ist. Und ich habe mir ebenfalls nochmal um 14 Uhr die Stuntshow angeschaut. Also erinnert natürlich von der Aufmachung her sehr an den Mui Park, aber ich muss sagen, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Können die auslassen, hat sich alles sehr wiederholt und war nicht schlecht. Also nette Stuntshow, habe ich aber auf jeden Fall schon besser gesehen und in der Zeit lieber ein paar Wiederholungsfahrten auf diese Rivals machen. So, und das war der Tag hier in Warner Bros. Movie World in der Gold Coast in Australien. Ich hatte noch einige weitere Wiederholungsfahrten auf DC Rivals, konnte die Bahn jetzt insgesamt 10-mal fahren. Hätte ich im Voraus auf jeden Fall nicht erwartet, dass so viele möglich sind und das ist auf jeden Fall super, dass der Park heute nicht so voll war. Ich konnte es nicht lassen, ich bin noch ein weiteres Mal kurz vor Parkschluss ganz hinten gefahren. Ist nicht günstig, aber es wird dauern, bis ich wieder hier sein werde. Und dann musste ich mir das Ganze rückwärts nochmal antun. Und die Fahrt war auf jeden Fall nochmal deutlich besser. Also der Non-Build Loop, wie man da runtergerissen wird, ist echt so stark. Die Hills am Ende, der First Stop, tolle Ejector Airtime. Also allgemein auf jeden Fall richtig, richtig gute Bahn. Ist auf jeden Fall keine Top 10 Bahn für mich, ziemlich sicher nicht. Da finde ich ein paar andere doch deutlich besser. Aber okay, ich bin auch schon richtig viel bisher gefahren. Top 25 dürfte sie bestimmt sein. Ich denke eher ein bisschen weiter hinten, aber wo genau, muss ich mir auf jeden Fall selbst nochmal überlegen und dann schauen, wo es am Ende des Jahres im Ranking landen wird. Aber so mein Besuch bei Warner Brothers hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Natürlich ist es schade, dass jetzt Superman zu hatte und viele Attraktionen erst später dieses Jahr öffnen. Aber irgendwann werde ich sicherlich wieder herkommen und dann wird das auf jeden Fall alles noch getestet. Aber die Hauptsache, DC Rivals hatte auf, deswegen bin ich hergekommen und deswegen passt es auch alles. Die Sunshow war in Ordnung, also die müsste ich mir jetzt nicht nochmal anschauen. Aber sonst, der Justice League Dark Ride fand ich echt ganz nett, Green Lantern macht Spaß. Die Wasserbahn fand ich richtig gut, also ich muss auf jeden Fall auch bald nochmal ein neues Wasserbahn-Ranking machen oder nach der Sommertour so Richtung Herbst, da ist die auf jeden Fall auch mit dabei und auch seitdem ich das letzte gemacht habe, sind da einige weitere schon dazugekommen. Der Park ist echt nicht groß, ein Tag passt auf jeden Fall. Operations leider alles andere als optimal, also wenn der Park nicht so voll ist, ist es in Ordnung, aber bei diesen Rivals in einem Zug, das dauert schon immer ein bisschen. Und der Park heute 10 bis 17 Uhr offen gehabt, ist ein 365-Tage-Park, das heißt, das ist auf jeden Fall auch gut zum Planen. Die Flüge hier für die Australien-Tour haben wir letztes Jahr schon im August noch gebucht gehabt oder Ende Juli sowas und da wusste man natürlich noch nicht, wie die Parks hier offen haben. Deswegen ein 365-Tage-Park hilft dir auf jeden Fall sehr weiter, dass man die Tour schon lange im Voraus ohne Probleme planen kann. Zu DC Rivals wird auf jeden Fall noch ein eigenständiges Review irgendwann online kommen. Das auf jeden Fall gerne anschauen und genauso auch den Vlog aus Taiwan von unserem Layover, wo 18 Stunden einmal dort Gravity Max gefahren sind, haben auch einen weiteren Layover in Taiwan, Taipei auf dem Rückweg. Das habt ihr aber bestimmt auch schon alles im Aftermovie gesehen, deswegen das jetzt für euch auch keine neuen Infos. Aber das war's dann hier zum Vlog. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Park haltet, von DC Rivals. Wollt ihr ebenfalls gerne mal auf die Südhalbkugel fliegen nach Australien, um Warner Bros. World selber zu besuchen? Lohnt tut es sich nämlich auf jeden Fall. Also danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!